Ritzi, Servus und Hallo, Swiss hier. Aus der Rubrik gewünscht, geliefert, die Chongqing, sprich die panasiatischen Kreuzer. Und ich kann mich noch erinnern, dass da irgendein Satz dabei stand, das wird sicher spaßig. Jetzt habe ich nicht so ganz begriffen, für wen, für Zuschauer oder für mich. Aber so ganz am Rande, so wirklich spaßig sind die nicht. Gucken wir mal an, was wir eingebaut haben. Da hätten wir das Zielsystem Mod 1. Sekundärbatterie braucht er nicht. Flakgeschütze braucht er nicht. Hauptbatterie Mod für Drehgeschwindigkeit braucht er auch nicht. Und dann haben wir den Trumpf. Das Zielauswahlsystem und die Torpedos. Gesteuert wird das gute Stück vom Herrn Chen Shaoquan. Dieses Mal habe ich definitiv passende Inspirationen drin. Ne? Bei Vanguard hatte ich ja einen Kreuzer-Inspiranten drin. Ja, so Sachen können halt passieren. Also, wir hätten einmal die Madame Takao für ein bisschen mehr Flakschaden und bessere Ruderschnellzeit. Und wir hätten den Herrn Francesco Mimbelli zur Ladezeitreduktion. Als Basisfähigkeit haben wir Guerillakampf. Erlittener Schaden im Nebel wird reduziert. Dann haben wir außerhalb der Reichweite blinde Gerechtigkeit, Rausch der Geschwindigkeit, Nebel über dem Wasser und vollständig verpackt. So. Lodernde Flammen müsst ihr nicht machen. Die Gegner brennen relativ schnell. Das ist eine Variante, aber ihr verliert halt die 10% Reichweite und die Dinger schießen schon nicht allzu weit. Also da könnt ihr euch so ein bisschen austoben, was euch lieber ist. Höchstgeschwindigkeit und Ruderstellzeit, lasst das weg. Brandwahrscheinlichkeit, wie gesagt, müsst ihr nicht. Ich habe mich dafür entschieden, dass meine Erkennbarkeit runtergeht und die Torpedoreichweite steigt. Da hatte ich unterm Strich mehr von. Dann hier habe ich mich definitiv für die Geschwindigkeit entschieden und nicht für den... Na klasse. Und nicht für den Schwamm. Erlittener Schaden geht runter, Bewaffungs-TP geht rauf und Reparaturzeit-Bewaffnung geht runter. Das hilft euch nichts. Ladezeit der Torpedowerfer, ja, kann man machen. Ich war für die Geschwindigkeit. Dann eben Nebel über dem Wasser, dass wir längere Nebeldauer haben. Und Ladezeit des Torpedo-Nachladebeschleunigers habt ihr nicht. Müsst ihr also nicht wählen. Ja? Und nehmt vollständig verpackt. Ihr kriegt eine Ladung Verbrauchsmaterial mehr. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne, hier Nebel. Da rettet uns nämlich den Popo. Und damit kommen wir auf folgende Werte. 6 bis 76 mm. Damit seid ihr das zweitschlechtest gepanzerte Schiff im Tech-Tree-Bereich. Also, es gibt nur eine einzige miserablere Panzerart, das ist die Dallas. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Dallas mehr verträgt. Die verträgt gleich gar nichts. 9 Sekunden Nachladezeit, 14,5 Kilometer weit schießen wir. 2,1 HE Höchstschaden mit 9% Brandwahrscheinlichkeit. Und weil ich gedacht, das müsst ihr nicht unbedingt erhöhen. Die brennen relativ schnell. 3,1 AP Schaden. Unsere Torpedos schwimmen 10,2 Kilometer weit, 61 Knoten und brauchen nicht ganz 2 Minuten zum Nachladen. Die Flugabwehr ist wirklich ordentlich, kann es euch versprechen. Manövrierbarkeit, 6,2 Sekunden Ruderstellzeit, 570 Meter, 33,5 Knoten, also da gewinnt ihr mit keinem dieser Werte irgendeinen Preis. 10,1 Kilometer Erkennbarkeit, das ist hingegen ganz ordentlich und damit kann man arbeiten. Genau, und bevor ich es vergesse, wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch bitte ein Like, einen netten Kommentar oder ein Abo da oder teilt das Video mit Freunden, Bekannten, Verwandten, die das vielleicht gut finden würden, was ich hier mache. Wir haben wieder einen Abonnenten, glaube ich, mehr bekommen. Super, super, vielen lieben Dank, ganz lieb von euch. Aber schön wäre es, wenn noch ein paar dazukommen. Wir haben ja gesagt, ab 100 fangen wir dann mit dem Streamen an. Und da freue ich mich dann auch drauf. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Und ja, hauen wir rein. Film ab. So, da sind wir also im Gefecht auf Ring in der Chongqing. Ja, ist schon Kreuz. Gucken wir erstmal das gegnerische Team. Eine Isokatze, eine Wispy, eine Danae, eine Chongqing, Furutaka, Emerald, Ishizushi, Nawada und eine Lengli. Und ja, wie ich gesagt habe, nehmt unten unbedingt vollständig verpackt, dass ihr Nebel mehr habt, weil die braucht ihr definitiv. Und das, was bei der Chongqing eigentlich relativ gut machbar ist, wenn ihr euch ein bisschen clever verhaltet, dann könnt ihr eigentlich mit, ich glaube, einem Zeitunterschied oder mit einer Zwischenzeit von, ich sage immer 20, 25 Sekunden den nächsten Nebel zünden. Und das kann dann doch schon ein Gamechanger sein. Aber gut, wir fahren jetzt erstmal vor und gucken, was so passiert. Und wer so passiert.
Da ich sie jetzt lackiert habe, haben wir 9,6 Sekunden, 9,6 Kilometer Erkennbarkeit. Ich hatte sie ja nicht lackiert, als ich es euch vorgestellt habe. Also mit Lackierung seid ihr unter 10 Kilometern, das ist natürlich cool. Britische Bauart, aber die Briten haben so ziemlich an allem gespart, an was man sparen kann. Also vor allen Dingen an der Panzerung. Also da haben sie, glaube ich, irgendwelches Wellblech genommen, das sie von der Dächer geholt haben. Ist schon nicht so witzig. Und ihr müsst euch vor jedem Gegner fürchten. Ich sag gleich vorneweg. Ja? Ja, sobald er aufgeht, Nebel zünden, sofern ihr nicht hinter einer Insel seid. Und hoffen, dass keiner auf euch schießt, weil Schlachtschiffe 360 Grad drucken die euch alles weg, was ihr habt. Und beim Kreuzer müsst ihr auch ziemlich aufpassen. Also breit dürft ihr den ganz sicher mal nicht um die Ohren fahren. Ansonsten kassiert ihr relativ schnell Zitas und seid schneller weg, als euch lieb ist. Und auch wir teilen hier im Moment mal munter aus. Und ja, sind auch eigentlich in einer ganz idealen Position. Wir haben vor uns die Insel, das heißt, wenn es eng wird, dann können wir da ein bisschen Deckung suchen. Gut, wir müssen auf die Torpedos aufpassen, die da allenfalls reinkommen. Aber boah, da ist der DD schon mal weg. So, dann können wir die Sushi weiter beackern. Okay, jetzt kommt die Danae. Also, lassen wir die Sushi erstmal Sushi sein. Und auch die ganze Positionierung im Nebel. Also ihr müsst wirklich ganz, ganz, ganz gut aufpassen, wann läuft mein Nebel ab und wann muss ich hier weg und wohin will ich weg. Also positioniert euch bitte schon am Anfang vom Nebel in die Richtung, die ihr abhauen wollt. Das ist unheimlich wichtig. Denn ansonsten, ja, wie gesagt, ihr kassiert, ne? Ihr kriegt richtig derbe aufs Schnüsschen. Und das muss definitiv nicht sein. Dafür ist das. Leben ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz. So, also wir müssen jetzt raus, ob wir wollen oder nicht. Aber die Danae muss weg und wenn die schön so breit fährt, dann gucken wir da. Naja, oh, doch noch eine Kick. Eine haben wir ausgeteilt. Eine geile Sache. Jetzt warten wir noch, dass die Danae wiederkommt. Nee, du kleiner Feigling. So, und jetzt haben wir dafür die Sushi am Popo und den Flugzeugträger. Flugzeugträger müssen euch keine Sorgen machen. Die Chungking weiß sich zu verteidigen, was die Luftabwehr angeht. Das ist nicht witzig. Also den könnt ihr nicht unbedingt ignorieren, aber ihr müsst ihn jetzt nicht super, super ernst nehmen. Ihr pflückt die Früchtchen schon vom Baum. Also müsst euch keine Sorgen machen. Guckt ihr eins. Das macht sie wirklich sehr gut. Und ja, ihr müsst, wenn ihr offen seid, müsst ihr Inseln nutzen, weil ansonsten fliegen euch die Projektile um die Ohren. Und das ist, ne, ist nicht so günstig. Und dementsprechend musste ich jetzt vor dem Flugzeugträger flüchten. Nun gut, der muss aber noch üben, wo er die Torpedos hinhaben will. Das ist noch nicht so ganz richtig. Und ich wusste aber nun, die Sushi ist irgendwo, ne? Nur wusste ich nicht wo. Und wie es der Teufel halt manchmal so will. Nebel haben wir schon wieder ready. Seht ihr unten links? Ist gut so. Und jetzt warten wir drauf, was passiert. Und gucken mal, was passiert. Und suchen Sie. Wenn wir sie nicht sehen, suchen wir sie. Und ihr solltet normalerweise nicht zu offensiv. Also, das sind keine Offensivkreuzer. Ich sage das gleich vorneweg. Wenn ihr einen Offensivkreuzer fahren wollt, sucht ihr was anderes. Das nicht. Keiner von denen. Ja? Das ist die Sushi. Sondern dann sucht ihr euch, boah, was weiß ich, die Deutschen aus, die Briten aus, die Amis aus. Die können ein bisschen mehr ab. Sogar die Japaner können mehr einstecken. Ja, es ist noch nicht vorbei, also ob es so großartig war, wissen wir nicht, aber wir gucken mal. Und ansonsten, Inseln sind eure besten Freunde. Also Open Water ist eine ganz schlechte Idee, das sage ich euch, da müsst ihr nebeln. Und
Da kommt schon wieder was geflogen, von wem auch immer. Aber halt im Vorwärtsgang, ja, ihr seid halt nicht die Schnellsten. Ne? Ihr geht halt, ihr kommt nicht groß über 33 Knoten. Das ist okay, aber mehr auch nicht. Wirklich. Also okay. Grandios wäre so 35 aufwärts. Ja, dann könnt ihr auch ein bisschen abhauen. Wer sind das jetzt da? Ach, die Dana ist wieder da. Gut, dann nehmen wir die mal aufs Körnchen. Müssen aber links drauf achten, ne? Da steht was. Wenn der beim Berg schießt, so wie wir jetzt fahren, dann haben wir die Miete bezahlt. Ne? Also dann geht's richtig rund. So, aber trotz alledem, jetzt gehen wir wieder zu. Wo ist die Sushi? Die humpelt hier irgendwo rum. Okay, also die ist da über dem Berg. Unser Kreuz hat es gerade mal zerlegt. Das ist schön. Oder auch nicht. Und ich wusste jetzt nicht, wo die Sushi vorkommt, ja? Also kommt jetzt links rum, rechts rum. Drum sind wir so ganz, ganz vorsichtig aufs Cap. Hab mir gedacht, ey, lieber Typ, kannst du vielleicht mal Licht machen? Aber irgendwie kam mir denn da die Fuhre entgegen. Na, ich gedacht, nee, jetzt müssen wir nebeln. Und ich gehe auf. Und aufgehen heißt immer irgendwas kütt. Okay, da ist was geplatzt. Das ist gut. Aber wir stehen jetzt erstmal auf dem Cap ganz frisch. Cappen kann man gut, wenn die Gegner rein gelichtet sind. Dann macht das mit dem Schiffchen auch Sinn. Ansonsten, nein. Weil ihr seid zu unbeweglich, ja. Also wenn ihr denn irgendwie mal steht und ihr wollt denn anfahren oder zurückfahren, weil Torpedos im Anmarsch sind, ist scheiße. Sag ich euch. So, dann probieren wir mit AP zu schießen. Und gucken wir, was so passiert. Hoppala! Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Ja, die ist nah. Aber gut, wir haben Torpedos. Und meine Hoffnung war, dass die Sushi so freundlich ist und sich die Torpedos gesammelt mitnimmt. Ja, und jetzt, das sind die Momente, wo ihr einfach beten müsst. Also Augen zu, Händchen falten, Controller loslassen, einfach beten, weil ein Schlachtschiff, das so nah hinter euch ist, das ist. Haben wir jetzt Schwein gehabt, das waren nur 6000. Es ging alles noch. Und jetzt will ich gerne meine zweiten Torpedos loswerden. Ja. Und dafür müsst ihr halt auch immer ein bisschen drehen. Also wirklich, die Defensivtorpedos nach hinten erst abschießen, wenn der Gegner geschossen hat. Solltet ihr noch leben, dann könnt ihr auf- und eindrehen, um die Torpedos rauszulassen und dann einfach ganz schnell das Weite suchen. Denn sonst wird's böse. Böse, böse. Also ich habe da schon x Spiele gehabt, wo ich wirklich nicht lange was davon hatte. Puh, aber die Torpedos sind auch böse. Sudele. Also, jetzt haben wir noch drei Schiffchen. Die Danae. Gut, das dürfte, sollte, müsste. Das ist ja nicht machbar. Also, auch noch was schnell zum Matchmaking. Die Chongqing und die Rachmat sind ganz klar Low-Tier-Player. Das heißt, ihr kommt ins Spiel rein, wo ihr die höchste Stufe seid, also sprich in dem Fall jetzt Dreier, Vierer. Kommt ihr hier in Vierer, Fünfer, habt ihr eine richtig harte Zeit, weil der kommt dann nicht weit, ne? Und bei der Rachmat, der Fünfer ist ja noch schlimmer. 4, 5 ist gut, obwohl bei den Vierern schon Schlachtschiffe dabei sind, die ordentlich Aua machen. 5, 6, könnt ihr einpacken. Ja, weil alles, was irgendwie auf euch zielt oder auf euch schießt, ist euch überlegen. Und darum sage ich das gleich noch vorneweg. Und dementsprechend mein Fazit, sind es gute Kreuzer. Also ich würde sagen, es gibt bessere. Ja. Ich kann jetzt beliebige Nationen aufzählen, die meiner Meinung nach da viel stärker unterwegs sind. Eben fangen wir an. Deutschland, Japan, Amerika, England. Seid ihr besser mit bedient als mit denen. Was ja auch noch dazu kommt, ist, die sind jetzt doch schon einige Zeit auf dem Markt und irgendwie haben wir alle nur einen Kapitän und das ist der Shao Kwan und das ist einfach schwierig. Mir fehlt da einfach eine zweite Option. Ja? Bei allen anderen Nationen haben wir zwei Kreuzerkapitäne, bei dem nur einen. Ja klar, das Schweizer Taschenmesser, also der Allrounder, aber der hilft euch nicht. Ja? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Vogel. Das bringt euch alles nichts. Und darum muss ich sagen, im Moment, so wie es jetzt ist,
sind die Panasiaten für mich nicht interessant. Aber es ist gewünscht und es wird geliefert. Also ich mache das für meine Leute, selbstverständlich. Aber auch nur deswegen, sonst würde ich die nicht fahren. Wie gesagt, da sind euch andere Schiffe haushoch überlegen. Und das ist einfach eklig. Ihr habt keinen Sonar. Also ihr könnt nicht mal die Ds jagen. Was wahrscheinlich das Mindeste ist, hä? Sonar an Bord. Nö. Aber irgendwann kommen die mit einer Flakverstärkung, wo ich habe sagen müssen, für was brauche ich eine passive Flakverstärkung? Ja, also macht überhaupt keinen Sinn. Ihr müsst so ein bisschen Harakiri fahren, dass ihr den Dingern ausweichen könnt und dann kann es gehen. Und sonst. Also das macht das Ganze schon schwer. Ja, die Torpedos sind super. Ne? Man sieht sie relativ spät. Kreuzer und Schlachtschiffe und Zivis nimmt er damit raus, wenn er sie trefft. Oder beschädigt sie auf jeden Fall sehr schwer. Zerstörer nicht. Nun gut, wenn er einen Zerstörer sieht, schießt er lieber drauf, als ihn zu torpen. Auf jeden Fall im DD. Im Kreuzer. Im DD. Und probiert euch einfach clever zu verhalten. Also macht ein paar irre Iwans, sprich einfach so nach Lust und Laune mal eine Kursänderung. Und dann seht ihr ja, ob Torps kommen oder nicht. So. Die Wispy schießt auf uns. Finde ich grundsätzlich immer lässig. Kann sie machen. Aber wie gesagt, genau. Es ist jetzt nicht. Ne, schon von der Geschwindigkeit her ist es nicht der Kreuzer, der da wirklich große Ärger machen kann. Die Wispy ist nicht langsam. Drum bin ich hier auch wirklich nur sehr, sehr halbherzig am Verfolgen. Also ich beschieße sie und die spielt auch ein bisschen mit dem Gas. Man nimmt es raus, man gibt sie wieder. Dementsprechend ist mein Ziel hier eigentlich gar nicht so sehr entgegen meinem Naturell. Normalerweise bin ich der, wo sagt, DD, DD gehört mir. Aber in den Kreuzer muss ich sagen, DD, geh mal weg. Lass mich mal alleine. Also, weil ich habe keinen Sonar, ich sehe die Torpedos einfach zu spät. Und wenn der die Torpedos richtig setzt, sind wir weg. Wollen wir nicht. Darum. Finger weg vom DD jagen. Caps einnehmen, wenn kein Mensch mehr da ist. Jo. Und dann einfach gemütlich von dannen fahren, weil was will er machen? Ne? Uns hinterher kuttern kann er, ja, aber wird ihm nicht viel bringen. Wir haben es gerockt, wir haben unsere Seite schön gehalten. Ihr seht, was wir für immense Abschüsse haben mit den Zivis. Das sind gleich 10 oder 12. Ich sehe es von hier hinten nicht so ganz genau. Also, all over, gute Runde. Wir haben eigentlich nicht viel unseres Lebens verloren. Also im Normalfall komme ich mit einer Stelle weniger ins Ziel. Also nicht 14, sondern 14.000, sondern 1400 oder 2000 oder hat auch schon 500. Weil einfach alles, was trifft, euch irgendwie was wegreißt. Aber wenn ihr an sowas Spaß habt und sagt, boah, ich finde sowas lässig, ja, dann stürzt euch drauf. Viel Spaß wünsche ich euch. Denn wie gesagt, egal was euch sieht, egal was auf euch schießt, ihr werdet Arbeit haben. Oder relativ schnell wieder zu Hause sein. Außer ihr benehmt euch taktisch clever, so wie ich jetzt hier, und sagt, ach, lass ein DD mal ein DD sein. Ihr könnt euch mit Kreuzerchen anlegen, also wie gesagt, ihr seid Vierer, legt euch mit Dreierkreuzern an. Wenn ihr im Fünfer unterwegs seid, passt bei Viererkreuzern auf. Da gibt es auch ein paar, die ganz übel austeilen können. Aber da könnt ihr euch mal ein bisschen bekloppen. Ihr sind und bleibt aber die Wellblechfraktion, ja, also. Da von Panzerung zu reden, ist für mich schon eher so ein bisschen lächerlich, sage ich jetzt mal. Aber wenn ihr gewisse Grundsätze berücksichtigt und wisst, okay, also ich habe ein Sensibelchen unterm Popo, ich muss mich von Deckung zu Deckung arbeiten oder meinen Nebel benutzen und beides schön miteinander kombinieren, dann könnt ihr mit den Geräten Spaß haben und Punkte machen. Und ansonsten würde ich es eher lassen. Ich. Aber wie gesagt, ich freue mich mit den Dingen jetzt erst an. Die Chung King, die war relativ schnell im Kasten. Mit der Rachmat kann ich jetzt schon sagen, ah, das wird sich ziehen. Weil die ist noch ein bisschen mehr Zahnschmerz als die Chung King. Aber sie küt. Sie küt. Also ein Video habe ich schon im Petto. Das nehme ich denn zur Not. Aber ich hoffe, dass ich noch was Besseres hinkriege. Um sie noch ein bisschen besser zu präsentieren. Weil sie haben schon ihre Stärken. Das ist unweigerlich. Aber ist schwierig, sie darzustellen. So, das war's zum Video. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute, bleibt mir alle gesund und munter und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's alle gut, euer Swiss. 69,7, zweiter Platz.
Ja, ordentlich. Tipptopp.